Warum banget und zagt ihr? Und warum seid ihr so kleingläubig? Warum haltet ihr euch nicht an mein Wort, das euch meine Hilfe und Gnade verspricht? So ihr an mein Wort glaubt, wird jede Angst von euch abfallen. Doch ohne diesen Glauben seid ihr haltlos und den bösen Gewalten preisgegeben, die euch zu entwurzeln trachten. Ohne den Glauben an mich und mein Wort ist es dunkel in euch und eure Seele verzweifelt. Darum müsst ihr ständig ringen um tiefen Glauben. Ihr müsst euch vorhalten, dass doch nichts geschehen kann ohne den Willen einer höheren Macht. Ihr müsst euch vorhalten, dass der Wille des einzelnen Menschen niemals den Ausgang dessen bestimmen kann, was er sich vornimmt, wenn ich nicht meine Zustimmung gebe, ansonsten es auf der Erde kein Elend geben würde, wenn es der Mensch in der Hand hätte, sich sein Schicksal selbst zu gestalten. Und also müsst ihr eine Macht anerkennen, die das Schicksal eines jeden lenkt. Und so ihr den Glauben gewonnen habt an diese hohe Macht, werdet ihr auch glauben lernen an die Liebe und Weisheit dieser, so ihr nicht den menschlichen Maßstab anlegt, Unvollkommenheit, also Lieblosigkeit und mangelndes Wissen. Die Liebe müsst ihr vor allem zu erkennen suchen, indem ihr nachdenkt über die Schöpfung und deren Schöpfer. So ihr aufgeschlossenen Herzen seid, werdet ihr die Sprache der Schöpfung verstehen, die euch nur von der Liebe und Weisheit dessen predigt, der alles erstehen ließ. So ihr aufgeschlossenen Herzen seid, kann ich selbst euch unterweisen über Sinn und Zweck der Schöpfung und eures Erdenlebens, und dann werdet ihr mich auch erkennen lernen als Liebe, Weisheit und Macht. Und dies ist Glaube, der euch stark macht und jedem Unheil, jede Anfechtung Trotz bietet. Und so ihr im guten Willen Aufschluss zu bekommen, mein Wort hört oder liest, werdet ihr durch dieses euren Glauben vertiefen und nicht mehr zaghaft sein, denn mein Wort birgt Kraft in sich, die auf euch überströmt, so ihr es im tiefen Glauben aufnehmt und danach lebt. Bittet und ringe um starken Glauben, lasst euch nicht niederdrücken von der Not der Zeit, denn sie kommt über euch, auf dass ihr desto inniger zu mir ruft und eure Glaube unerschütterlich werde, so ihr sichtlich meine Hilfe spürt. Ein Kleingläubigen aber möchte ich zurufen: Lasst alle eure Sorgen fallen, betrachtet euch als meine Kinder von Ewigkeit, die der Vater von Ewigkeit liebt und die er nimmermehr an die Kräfte der Finsternis verlieren will. Und sucht euch alles Geschehen nur in dieser Liebe zu erklären, die euch zurückgewinnen will, und ihr werdet gläubig werden, weil ihr dann den Zweck und Sinn dessen erkennt, was ich über euch sende. Ihr werdet zu dem euch liebenden Vater vertrauensvoll rufen können um Hilfe, und eure Bitte wird auch erfüllt werden. So wie ihr das rechte Verhältnis herstellt, das Verhältnis eines Kindes zum Vater, werdet ihr auch recht und mir wohlgefällig beten können und Erhörung finden, denn ich will als Vater angerufen werden. Ihr sollt als rechte Kinder zu mir kommen, und es wird euch Gnade und Kraft zuströmen ungemessen, und alle Sorge und Mühsal werdet ihr überwinden, denn dann tragt ihr nichts mehr allein, sondern euer Vater im Himmel hilft euch tragen. Und wisst, dass alle Not einmal ihr Ende findet und für euch zum Segen gewesen sein kann, denn das Erdeleben ist kurz, doch es ist bestimmend für die Ewigkeit. Amen.